Hallo und herzlich willkommen im HISEM Lab. Im Rahmen der Software Systems Engineering Gruppe der Universität Hildesheim wird hier ein Einblick in neuartige Hardware- und Softwarearchitekturen gegeben. Zentrale Frage ist dabei FPGA-Programmierung mit Java. Geht das überhaupt? Die grundlegende Funktion eines FPGA wird in einem Video des Instituts für mikroelektronische Systeme, unserem HISEM Lab-Partner der Universität Hannover, beschrieben. FPGA-Programmierung ist die Beschreibung einer Hardwarestruktur. Da die Halbleiterstrukturen der Hardware durch Programme ersetzt werden, bezeichnet man die Programmierung auch als Konfiguration. In der klassischen FPGA-Programmierung benutzt man Beschreibungssprachen wie VHDL, um bestimmte Funktionen umzusetzen. Andere Ansätze automatisieren die Erstellung von HDL-Code in gewöhnlichen Programmierumgebungen, wie zum Beispiel in R, MATLAB und Java. Einfache Befehle ersetzen dabei die aufwendige Konfiguration der Halbleiterstruktur. Die Firma Maxilla Technologies bietet solch eine Möglichkeit. Die Funktionalität der CPU wird hier durch FPGAs um frei programmierbare Funktionen ergänzt. Der Max Compiler benötigt dafür nur drei Dateien: den Programmcode für eine ausführbare Datei, für einen Manager und für einen Kernel. Für die Programmierung werden nur wenige Kenntnisse benötigt. Zur Programmierung der ausführbaren Datei werden Programmierkenntnisse in C oder einer höheren Programmiersprache benötigt. CPU-Code ist zwar ineffizienter in der Verarbeitung komplexer Operationen, aber gut für die Verarbeitung variierender Aufgaben geeignet. Manager und Kernel werden in einem simplen Java-Dialekt programmiert. Das Kernel konfiguriert den FPGA und der Manager verbindet dessen Konfiguration mit dem Code der ausführbaren Datei. Grundlegende Java-Kenntnisse sind zur Programmierung ausreichend. Auch ein paar Kenntnisse über die Dataflow genannte Architektur des Systems sind notwendig. Der FPGA besitzt einen internen schnellen Speicher sowie einen großen externen Speicher. Des Weiteren kann der FPGA auf den Arbeitsspeicher der CPU zugreifen. Eine Vielzahl an Problematiken werden automatisch im Hintergrund durch das Zusammenspiel von Dataflow Engines, SLIC und Maxilla OS des Systems gelöst. Zusammengefasst müssen also drei Klassen geschrieben werden: ein oder mehrere Dataflow-Kernels, welche die gewünschten Funktionen des FPGA enthalten, eine Manager-Konfiguration, die diese Funktionalitäten verfügbar macht, sowie eine CPU-Anwendung, die die zusätzlichen Funktionen des FPGA nutzt. Der Compiler verbindet diese Elemente miteinander und erzeugt daraus eine ausführbare Datei. Zur Programmierung des FPGA wird Java verwendet, während die CPU-Anwendung auch mit anderen Programmiersprachen programmiert werden kann. Wir sehen, FPGA-Programmierung mit Java, das geht. Und das sogar noch einfacher. Als Beispiel für einen Java-Kernel ist hier ein gleitender Mittelwert-Algorithmus erklärt. Ein- und Ausgabe sind Datenströme, die im Beispiel aus Zeilenreihen bestehen und theoretisch unendlich lang sein können. Die Ströme werden durch FPGAs verarbeitet und geben bei vorhandenen Eingabeelementen ein Ausgabeelement zurück. Das neue Kernel ist eine Erweiterung zur Maxilla-Kernel-Klasse. Es wird zunächst ein Eingang X als Eingabe des CPU-Programms erzeugt. Das aktuelle Element X wird mit dem vorangegangenen und dem nachfolgenden Element summiert. Im Anschluss wird die Summe durch 3 dividiert, um den Mittelwert zu bestimmen. Dieser wird am Ausgang Y zurückgegeben. Sei am Eingang X also ein Datenstrom, so liefert der Ausgang Y der CPU für jeden Wert in X den Mittelwert des aktuellen, dessen vorangegangenen und dessen nachfolgenden Wertes zurück. Um ein paar Situationen zu nennen, in denen der Einsatz des Systems bereits verwendet wird, werden im Folgenden ein paar Praxisbeispiele genannt. In heterogenen Systemen mit vielen unterschiedlichen Arten von Berechnungen, Speicherungen und Verbindungen werden zum Beispiel in Cloud-Systemen Kosten- und Energieverbrauch optimiert. In der Ölindustrie werden der Fluss und Transport von Fluiden in porösen Medien durch Simulationen untersucht. Vor allem in Verfahren, die eine hohe Parallelisierung benötigen, wie das Image Rendering und Raytracing in digitalen Animationen und die Anwendung von Algorithmen in der Bioinformatik,
wird Delta Flow Computing bereits erfolgreich angewendet. Das HeisenLab ist ein KI-Labor zur methodischen Entwicklung hardwareoptimierter KI-Anwendungen unter Verwendung moderner Software-Engineering-Methoden. Wir bieten Weiterbildungskurse an und legen dabei besonderen Wert auf unsere Praxisanteile. Zu unseren Kursen zählen Grundlagen der KI, Core AI mit dem Schwerpunkt Deep und Reinforcement Learning mit Best Practices zur KI-Optimierung, Software Engineering for AI für Entwicklungsmethoden und Softwarearchitekturen für KI-Anwendungen und Hardware for AI im Thema FPGA und anwendungsspezifische Prozessorarchitekturen für KI. Das HeisenLab ist ein gemeinsames Projekt der Leibniz-Universität Hannover und der Universität Hildesheim und wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website heisem-lab.de.